Ja, gleich muss ich noch zur letzten Abstimmung, die wir heute am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause haben. Da geht es nochmal um einen Bundeswehreinsatz, aber auch viele andere Entscheidungen haben diese Sitzungswoche geprägt. Ich denke, es haben gestern alle mitverfolgt. Wir haben einmal mehr über die Energieversorgung diskutiert, beraten, haben am Ende auch Entscheidungen getroffen. Die Regierungsmehrheit hat sich da dann überwiegend durchgesetzt, aber wir haben schon auch gesehen, dass wir als Opposition auch was bewegen können. Wir haben über Wasserkraft viel diskutiert. Ich habe ja auch mal hier drüber berichtet und da hat die Bundesregierung jetzt doch nochmal ihre Pläne korrigiert. Also kleine Wasserkraftwerke bekommen auch in Zukunft Unterstützung. Nichts zu machen war leider bei einer besseren Berücksichtigung von Biogas. Da haben wir noch Riesenpotenziale. Das wollte die Regierungsmehrheit aber nicht. Und auch beim Thema Kernkraft gab es kein Einlenken, obwohl uns ja wirklich nicht nur beim Gas, sondern auch beim Strom eine Versorgungskrise droht. Also ich halte es nach wie vor für unverantwortlich, dann einfach diese drei Kernkraftwerke, die es in Deutschland noch am Netz gibt, im Dezember abzuschalten. Ich glaube, auch das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen, weil es einfach sein kann, dass wir dringend auf diese Stromproduktion angewiesen sind. Gestern aber hat die Regierungsmehrheit anders entschieden. Gut, müssen wir dann akzeptieren als Opposition. Hat aber gemerkt, dass es da schon einen Riesenstreit gibt in der Regierungskoalition. Also die FDP hätte am liebsten für unseren Antrag gestimmt. Und das war auch bei den anderen Entscheidungen gestern so. Da wurde die Antidiskriminierungsbeauftragte gewählt. Frau Attermann stand da zur Wahl, vorgeschlagen von den Grünen. Und am Ende hat sie ganz knapp auch die Mehrheit bekommen. Also es musste mindestens die Hälfte der Abgeordneten für sie stimmen. Und sie hat dann eine relativ knappe absolute Mehrheit erhalten. Es wäre besser gewesen, wenn sie nicht gewählt worden wäre, weil die Frau Attermann aufgefallen ist durch Beleidigungen gegenüber verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Sie hat bisher nichts dazu beigetragen, für Verständigung zu sorgen, sondern im Gegenteil Vorurteile verstärkt, sich über unliebsame Presseberichterstattung beklagt, vieles weitere mehr. Also aus unserer Sicht eine ganz krasse Fehlbesetzung. Aus der FDP gab es viele Stimmen in den letzten Wochen, die sich gegen die Wahl von Frau Attermann gewandt haben. Aber am Ende hat auch da die Mehrheit dann leider gehalten, sodass wir jetzt eine Aktivistin als Regierungsbeauftragte haben und nicht die erste. Insbesondere die Grünen bestellen sehr gerne irgendwelche Aktivisten in solche Regierungsaufgaben. Wir sind mittlerweile kurz vor dem 50. Beauftragten der Bundesregierung. Also so viel gab es noch nie. Da versuchen die jede Klientelgruppe, die sie haben, irgendwie noch mit irgendeinem Posten zu bedenken. Bin mal gespannt, wer die Nächsten sein werden und ob sie dann diese 50 tatsächlich noch voll machen werden. Ja, nachher mache ich mich auf den Heimweg mit dem Ende der Sitzungszeit hier und mir geht es wahrscheinlich so wie allen, die jetzt auch in Urlaub fliegen oder sonst wie eine Reise unternehmen, dass ich natürlich auch gespannt bin, wie das alles sein wird. Ich bin am Montag mit dem Zug gekommen, pünktlich, dafür ohne Klimaanlage. Ich werde heute mit dem Flugzeug zurückreisen. Und bin mal gespannt, was mich dann da am Berliner Flughafen alles erwartet. Wir haben dieses Thema, das Reisechaos, das wir gerade überall erleben, auch als CDU-CSU-Fraktion diese Woche zum Thema gemacht. Denn da muss sich die Bundesregierung auch drum kümmern. Da kann der Verkehrsminister auch nicht nur sagen, er sei da nicht zuständig. Das ist alles Sache der Unternehmen. Es fängt zum Beispiel damit an, dass das 9-Euro-Ticket bei allen Vorteilen, die damit auch verbunden sind, halt auch nochmal für viel zusätzliches Chaos gesorgt hat. Geht aber auch weiter, dass an Flughäfen bei den Sicherheitskontrollen viel zu wenig Innovationen eingesetzt werden. Das könnte man alles effizienter machen. Man könnte dafür sorgen, dass dort mehr Personal zur Verfügung steht. Und ich hoffe sehr, dass die Probleme jetzt wirklich in den Griff gebracht werden können, dass alle, die jetzt endlich mal wieder verreisen können, dann auch eine halbwegs entspannte Abreise, sei es mit dem Flugzeug oder mit dem Zug, dann haben werden. Ja, wir verabschieden uns jetzt, wie gesagt, in die parlamentarische Sommerpause. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann dann zwischendurch, ansonsten wird es regulär im September wieder losgehen, doch nochmal hier zusammenkommen müssen, weil die Entwicklungen ja doch im Großen und Ganzen ziemlich beunruhigend sind, sei es Ukraine-Krieg und alle Folgen oder was die Energiefrage anbelangt. Auf jeden Fall werde ich weiter berichten. Alles Gute und bis bald.